Jemand im Großmarkt hat kürzlich eine Therm angeboten, aber ich habe abgelehnt. Ich brauche sie nicht, denn sollte hier mal Nebel aufziehen, wird unser Einleiter den sicher durch den Einsatz von Auflockern beseitigen. Damit willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ich dachte, der Typ sagt was Cooles, aber nö. Das war der letzte, den ich übersehen habe, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich den übersehen konnte. Ich meine, der steht hier mittendrin in der Stadt, aber egal. In dieser Folge habe ich vor, die Arena zu meistern. Und ihr seht ja schon hinter mir so ein kleines Geistlein. Hier rechts ist nämlich der Attackenerlerner und vielleicht hat er ja was Besonderes für mich als Attacke, die ich meinem Pokémon beibringen kann. Da können wir mal kurz vorbeischauen. Das Einzige, was er will, ist eine Herzschuppe. Und die kriegt man, indem man im Untergrund ein bisschen gräbt, hat man mit einer kleinen Chance, Glück ist zu bekommen. Ist nicht so selten. Finde ich, ist das noch fair vom Preis her. Wollen wir einfach mal kurz schauen, was er einem so erlernen kann. Und dann ignoriert einfach meine Boxen. Ich fahre mir noch ein bisschen, damit ich den Pokédex vollkriege. So. Heuler würde ich gerne wegmachen. Nee, warte. Nee, das sind die Attacken. Achso, das sind die Attacken. Ich habe keinen Heuler mehr. Gut. Da fehlen aber sehr viele Attacken, hä? Da unten rechts steht, welche Attacken ich gerade habe. Ich habe keinen Heuler. Ich weiß nicht, wie ich auf die Gedanken kam, aber... Ein bisschen länger nicht mehr mit Traumvergebe gespielt, I guess. Nee, wir können tatsächlich gar nichts machen momentan. Vielleicht kriegen wir die besseren Attacken erst später? Naja. Kommt mit einer Herzschuppe wieder und dann, ja, gut, okay. Dann lassen wir es erstmal. Nicht so schlimm. Schlimme wär's, wenn wir diese Arena jetzt nicht meistern würden. Ich meine, komm, wir haben ein Pflanzen-Pokémon. Das ist eine Wasserarena. Da wäre ich ziemlich enttäuscht, wenn wir das nicht mit links und mit rechts easy peasy meistern würden. Die Arena ist tatsächlich ziemlich cool, ich mag sie. Marinus, der Arenaleiter, ich meine natürlich Wellenbrecher Marinus, ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich finde ja, dass du enorm mutig bist, wenn du versuchst, Wasser-Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu bekämpfen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Dann liefere uns mal einen guten Kampf. Viel Erfolg! Ja, nee, das werde ich nicht tun, aber könnte man tun, aber tue ich nicht. Und hier links und rechts ist irgendwie nichts, keine Ahnung, egal. In dieser Arena geht es darum, dass wir das Wasser fluten müssen, um weiterzukommen. Ja, mehr muss ich sagen. Zack, wir laufen hier drauf und jetzt ist das Wasser ein bisschen tiefer und jetzt gehe ich hier drauf und jetzt ist das Wasser ein bisschen höher und ja. Hi, kleines Kind. Ich habe hier nicht nur meinen Körper gestählt, sondern auch mein Pokémon und meinen Geist. Was macht ein kleines Kind in dieser Arena? Du bist 5! Wir haben dich hier reingelassen, Pascal! Mit einem Bammelin? Das Gefühl, das ist hier heute, bring dein Kind zur Arbeit, Tag. Naja. Wie nehmen auch sei. Ich bin nicht hierher gekommen, um gegen ein kleines Kind zu verlieren. Es tut mir leid, du stehst im Weg. Ich muss dich leider kaputt bashen! Ganz übertrieben gesagt. Na, Kleiner, geh nicht anders. Ich muss hier durch und Level Up bekommen. Nice. Wow, du bist vielleicht sogar noch stärker als unser Arenaleiter. Ich weiß. Das werden wir sogar gleich noch sehen. Vielleicht mache ich es wie Marinus. Wellenbrecher Marinus natürlich. Ich will die gleiche Maske tragen. Er trägt eine Maske? Was das wohl für ein Typ sein soll. Wo geht's denn eigentlich lang? Was falsch gemacht? Zack. Das war ja vorher auch schon so. Moment. Hier kommen wir nicht lang. Und wenn ich den Knopf drücke, komme ich hier auch nicht mehr zurück. Und hier geht es ja auch nirgendwo lang. Ich kann auch nicht hier lang gehen. Moment. Ich den Knopf. Nee, hier geht es auch nicht lang. Ach was? Ich kann hier laufen? Okay, das wusste ich nicht. Macht Sinn, ist ja kein tiefes Wasser, aber dachte trotzdem, weil man das ja auf der Welt auch nicht kann, dass es ja auch nicht geht. Aber doch, anscheinend ging das. Okay, oh, hier haben wir einen Angler, hi. Ich beherrsche die Kräfte des Wassers, du wirst nicht gewinnen. Wo angelst du gerade? Wo angelt der? Wenn er links angeln würde, könnte ich das ja verstehen, aber dort? Hä? Also... Du angelst den Boden. Bruder, du bist in dieser Arena, um zu angeln? Ich glaube nicht, dass wir hier in dieser Arena
irgendwelche Fische finden werden. Ich meine, ja klar, man kann im Hintergrund sehen, wie hier so Wasser von oben runterkommt. Moment mal, von oben kommt Wasser? Von wo denn? Da würde ich aber gerne mal die Kanalisation sehen dafür. Du hast mich trotzdem besiegt. Ich bin sprachlos. Ja, ich bin sprachlos, was du überhaupt treibst. Lass dich vom Sinken und Steigen des Wasserspiegels nicht verunsichern. Erst wenn du die Kontrolle über dich selbst verlierst, wird es brenzlig. Aber das werde ich nicht. Warte, bevor wir den jetzt aktivieren, gibt es hier noch was? Nö. Okay, drauf, wenn man Bong. Wasser steigt. Da können wir noch nicht lang. Aber hier können wir lang. Mit dem Matrosen reden. Matrose, ab in die Hose. Ich bin um die ganze Welt gereist und habe dein Pokémon aufgezogen. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Du wirst es hier nicht leicht haben. Du reist dein ganzes Leben, um eine Wasserarena auszusuchen. Mit nur zwei Pokémon. Die wahrscheinlich... Wingull. Die wahrscheinlich nicht so gut sind, würde ich sagen. Und ja, da habe ich direkt recht. Also manche Leute haben echt Entscheidungen getroffen, die sind sehr fragwürdig. Ja, das ist halt leider so. Manche Menschen sind komisch. Ich weiß auch nicht warum. Es ist komisch einfach, dass manche Menschen komisch sind. Warum sind sie komisch? So komisch. Zwei Wingulls! Entwickel sie doch zumindest! Ich muss das immer wieder das gleiche sagen, oder? Naja. Ich hab das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen zu einfach für mich. Und wenn ich hier schon gerade sehe, oh, toll. Wenn ich hier schon gerade sehe, dass alle hier Level 20er Bereich sind, habe ich wirklich Angst, dass ich zu OP bin. Ein bisschen zu overlevelt bin. Du bist so stark wie die stärksten Trainer, die ich kenne. Und wie viele starke Trainer kennst du? Nicht so viele, aber würdest du um die Welt reisen, könntest du bestimmt stärkere Pokémon finden. Konntest du das nicht? Oder was? Oh Gott. Ah, hier kann ich lang. Ah, das habe ich gleich gesehen, dass man hier unten lang kann. Lol. Gegen dich haben wir schon gekämpft, ne? Mhm. Da auf den Knopf drücken wäre jetzt nicht so klug. Müssen wir alles neu machen, deshalb einfach hier lang gehen und gegen das kleine Mädchen kämpfen. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Dann solltest du noch einiges trainieren, Kleines. Einiges. Was hast denn so? Azuril. Ja, entwickel das erstmal, bis es Azumarill ist. Und das nochmal, wenn ein zweites Pokémon ist, bestimmt auch ein Azuril. Entwickel das auch oder tausche direkt aus, weil zweimal das gleiche Pokémon-Team zu haben. Ich sag's immer wieder. Es ist nicht schlau. Oh Gott, was? Vegetarier? Okay, sie ist vielleicht noch ein bisschen mehr prepared, als ich dachte. Gott. Erdbeben? Ich meine, ja, es hüpft ein bisschen, aber es sollte trotzdem umkippen. Ah! Da kippt es um. Ich weiß auch gar nicht, warum die das so gemacht haben, weil in 2D-Sprites hat es nicht die ganze Zeit so rumgehüpft. Und Marill! Okay, sie ist schon mehr breit als die anderen. Das ist doch cool. Ach, kleiner Fun-Fact. Weil das viele nicht wissen. Azuril ist Typ Normal, aber alle Weiterentwicklungen, also Marill und Azumarill, sind Wasser. Aber Azuril selber ist nicht Wasser, sondern Normal. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß wirklich nicht warum, aber ist ein Fakt. Du bist einfach zu stark. Und du bist so schwach. Haha. Vielleicht mache ich es wie Marinus. Wellenbrecher mache ich natürlich. Ich will die gleichen Pokémon einsetzen. Warum machst du den gleichen Text wie der Junge? Hä? Achso, nur mit Maske und hier mit... Ach, trotzdem gleicher Text, warum? Hä, da macht es mir doch nicht so viel Sinn, jeden einzelnen Text vorzulesen. Dein nächster Gegner bin ich, der Trainer, der weltweit die meisten Pokémon geangelt hat. Seht ihr, was ich meine? Solche Trainer labern, oh, ich habe so viel Pokémon geangelt und dann hat er drei Pokémon. Drei Pokémon. Du hast dein ganzes Leben lang geangelt, so viel wie möglich und du hast drei Pokémon? Der muss sie doch verkauft haben, oder? Warum dachte er sich, dieses Goldini und wahrscheinlich zwei weitere Goldinis ins Team reinzutun, wäre eine gute Idee. Ich meine, ja, wenn du es entwickelst, ja. Aber wenn du es nicht tust, so wie jetzt gerade, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Ich habe wirklich Angst, was den Arenaleiter betrifft. Ich hoffe, der hat zumindest ein paar entwickelte Pokémon, weil sonst bin ich sehr enttäuscht.
Ich meine, Chelterra wird die ganze Zeit gefressen. Nicht gefressen, andersrum. Er frisst hier die ganzen Fische auf. Das könnt ihr nicht so stehen lassen, Leute. Und aufgepasst, Gyarados ist auch Typ Flug, Typ Wasserflug. Auch wenn es nicht fliegen kann, ist trotzdem Typ Flug. Und deshalb aufpassen, es könnte Flugattacken haben. Einfach aufpassen. Und deshalb war auch gerade die Pflanzenattacke nicht sehr effektiv. Wegen dem Flugtypen. Keine Ahnung, was heute wieder los ist mit mir. Ich versuche mal langsam zu reden. Ganz langsam. Ich hasse meinen Sprachfehler. Ich hasse ihn sehr. Aber hey. Um was Positives zu sagen. Whirlpool? Ist das so positiv? Das Ziel wird für 4 bis 5 Runden in einer Wasserhose gefangen. Wickel aber in Wasserform. Das Problem ist, dass ich solche Attacken nicht wirklich mag. Aber ganz ehrlich, ich brauche Aquaknarre nicht, weil ich habe Wasserdüse und keine Ahnung. Ja, kann ich erlernen, aber ich werde wahrscheinlich bald wieder verlernen. Ich bin kein großer Fan davon. Ist nicht Whirlpool sogar eine VM? Na, wie auch immer, komisch. Weil die Nummer 1 zu sein bedeutet anscheinend gar nichts. Kommt drauf an, in was du die Nummer 1 bist, du. Ich habe wohl zu oft geangelt und nicht oft genug trainiert. Richtig! Richtig, du hast es erfasst. Ah, das wird jetzt ein kleines Rätsel. Oh, das war falsch. Okay, nochmal neu. Zack. Der Grüne? Okay, gar nicht. Dann muss es der sein. Nee, auch nicht. Okay, das ist ein bisschen tricky. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr nachdenken. Da können wir nicht lang. Hier, ach, hier können wir aber lang. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Knopf? Oh, hier können wir auch lang. Naja. Viele Trainer hier in dieser Arena. Für die tosende See spüle ich alles hinfort, was sich mir in den Weg stellt. So bin ich eben. Ja, die Arena, die macht klar, dass du hier auf jeden Fall die richtigen Pokémon haben solltest. Weil so viele Trainer wie hier sind, ich meine, die bereiten einen quasi vor. Vielleicht bereiten sie einen vor auf einem sehr schweren Kampf. Ich hoffe es. Weil bisher hatten wir in den letzten paar Folgen nichts wirklich Starkes. Also klar, wir hatten letztens die dritte Arena drin, aber... Ich hoffe, Wellenbrecher Marinus hat ein bisschen mehr drauf als die anderen, weil sonst bin ich wirklich enttäuscht. Und dann stelle ich mir wieder die Frage, warum nicht Platin-Sachen übernehmen? Warum immer Diamant Pearl? Ja, es ist ein Diamant Pearl Remake, aber... Wenn die dritte Edition alles verbessert und Quality of Life Improvements macht und was auch immer alles macht, alles besser macht, dann warum dann die alten Sachen nehmen? Es gab einen Grund, warum man es neu gemacht hat. Ich brauche darüber nicht kurz zu diskutieren. Ich bin einfach kein Fan von Diamant und Perl. Ich bin Fan von Platin. Das Spiel ist ja Diamant und Perl, aber wir gehen trotzdem durch dieses Spiel durch. Und vielleicht hate ich ja nur grundlos rum. Vielleicht gibt es ja mehr Positives in diesem Remake, als ich dachte. Only time will tell. Würde ich sagen. Nein, kein Level Up. Schade. Ach, diese Welle hätte mir nicht mal das Geschirr spülen können. Sicher? Ach, nun bin ich so ruhig wie die windstille See. Okay. Dann sei du mal ruhig, du ruhiger Typ. Du ruhiger Typ. Hi. Ach, hier waren wir schon. Aber wir sind schon durch. Da ist er. Marinus. Aber so wie ihr mich kennt, ich speichere immer vor jedem Arena-Tag ab. Let's go. Willkommen! Ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau, ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen sie dich dann noch hinunter in die Tiefe. Und der Sieg wird unser sein. Los, bringen wir es hinter uns! Du träumst ja wohl, Marinus. Ich werde dich besiegen! Er hat aber sehr viel Selbstvertrauen auf jeden Fall.
Ein Garados. Okay, er fängt schon mal ganz interessant an, aber... Welchen Level ist er denn? Sag mir bitte nicht, ich bin zu OP. Bitte. Ich hab Angst. Nein, ich bin viel zu overleveled. Ich habe fast 10 Level über ihm. Ah. Okay, sorry Leute, dass ich zu stark bin in diesem Spiel. Naja, das ist einfach... Halt, stopp, Mike, halt, stopp. Er ist vielleicht auch ein bisschen stärker, als ich dachte. Eiszahn, warum kann das Eiszahn? Komm, wir versuchen es mal. Es könnte klappen, aber es könnte auch komplett daneben gehen. Aber es könnte auch klappen. Eiszahn, ja. Überlebt es und jetzt Konfusstrahl, bitte, komm schon. Ja, es trifft. Da sind die kleinen Entons oder die kleinen gelben Twittervögel um ihn rum. Am besten schlägst du dich selbst. Ja. Und jetzt mache ich dich. Oha, wie viel? Und jetzt mache ich dich fertig mit Bürde. Wow, ich habe Traumvögel ein bisschen zu unterschätzt. Mein Fehler. Level up hast du dir verdient. Und du natürlich auch. Nächstes Pokémon ist ein Morlord. Wasser-Boden-Pokémon. Was wird denn ein Wasser-Boden-Pokémon gegen ein Pflanzen-Boden-Pokémon machen? Das werden wir jetzt sehen. Das sollte vielleicht heilen, oder? Ich weiß es nicht. Soll ich heilen? Igelsamen, komm, ich heile mich. Du bist bepflanzt. Und ich nehme jetzt deine ganze Energie. Oh. Aua. Was soll denn das? Das war aber nicht so nett. Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Hör die Animation. Lol. Ja, die nehme ich mit. Die KP, die paar Stück, die du mir abgerissen hast, die ziehe ich mir wieder her. Und was ich mir noch herziehe, ist der Rasierblatt. Let's go. Bam. Oh, ja, Igelsamen hat sich gar nicht mal gelohnt. Es ist sogar One-Hit. Ich habe gedacht, es hält viel mehr aus. Ah, es war sogar... Ach so, weil es ein Crit war. Oh, okay. Never mind. Dankeschön. Aber das macht es noch einfacher. Selbst ein Poyelin wird da nicht helfen. Hey, das war ein guter Zug. Ja, das war einfach nur Luck. Der Crit war einfach nur Luck. Und du hast gar kein Glück. Oder? Nein! Okay, ich habe ihn unterschätzt. Er hat einfach Eiszahn. Ich hoffe wirklich, er gibt mir die TM-Eiszahn nach dem Kampf. Die könnte ich nämlich sehr gut gebrauchen. Eine Eisattacke wäre sehr nützlich in meinem Team. Naja, erstmal kommt Wustrahl und hoffen, dass es mich nicht killt direkt. Oh, Biss. Oh nein, es kann Biss. Ja, ich treffe. Biss ist halt sehr effektiv gegen Tronfogel, aber solange es sich selbst angreift, wäre es nicht so schlimm. Okay, Bäuerlin gegen Bäuerlin ist ja jetzt dieser Kampf. Was ist das Bessere? Du. Es schlägt sich selbst. Naja. Okay, Tails, setz Doppelschlag ein. Kapau! Kapau! Okay, er hat nicht so viel Damage gemacht. Oh, und dann eine Beere. Oh, nee. Warum muss er jetzt eine Beere haben? Ach Gott. Das wird ein Akt. Das kann dauern. Da sitzt der Biss ein. Oh nein. Jetzt wird es erst richtig spannend. Ich glaube, das wird der langweiligste Teil in diesem Kampf. Oh. Oh no. Habt ihr das gelesen, Leute? Daneben und er ist nicht mehr verwirrt. Das ist schlecht. Das war gut. Aber eine Attacke darf man noch einsetzen, bevor ich ihn zu Stücke reiße. Obwohl, Moment, hat er nicht sogar Tränke? Er wird bestimmt heilen, oder? Ja. Na, wo ist aber nur ein Supertrank? Könnte sein. Oh. Oh, da habe ich den Supertrank ein bisschen unterschätzt.
Okay, Tails. Nochmal Biss. Gut gemacht, Tails. Du kriegst ein Leckerli von mir. So ein Hundeleckerli oder sowas. Und Tricky wird Level 35. Nice, 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 nice. Wow, da war's das einfach schon. Ich will mehr, ich will noch mehr kämpfen. Nö. Die Ströme muss mich nach unten gezogen haben. Aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Den vierten Orden. Woo, den ich aber machen kann. Den Fanorden von Marinus. Yeah. Der Fanorden ermöglicht es dir, die VM-Attacke auflockern über deinen Pocket zu verwenden. Hä? Das ist eine VM? Ja, eine besondere Belohnung. Du und deine Pokémon habt euch dieses Zeichen meiner Anerkennung wirklich verdient. Sticker von Marinus. Danke. Und die TM 55. Diese TM 55 ist in der Attacke Lake oder Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner weniger als die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Er gibt mir keinen Eiszahn? Das wundert mich jetzt aber schon tatsächlich. Ist das der richtige Weg? Oh nein, ich bin komplett... Oh nein, ich bin falsch, oder? 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 Ja, ich bin falsch. Mist! Ah, jetzt darf ich wieder den Weg suchen. Oder komm ich... Nee, ich hätte nach oben, links und rechts ausweichen können. Okay, machen wir es ganz fix. Wir haben die Hälfte aller Orden, Freunde. 4 von 8. Das Spiel... Na, wohl kann man sagen, wir haben die Hälfte durch. Maybe. Nicht ganz, noch nicht... Ich würde persönlich sagen, wir haben noch nicht ganz die Hälfte durch, aber... Wir haben auf jeden Fall einen großen Teil durch. Kann man sagen. Kann das sein, dass diese beiden Schalter einfach nur da sind, um da zu sein und nicht wirklich irgendwie was bringen? So, ich habe den falschen Weg genommen. Man hätte eigentlich von hier aus direkt nach links und rechts oben bei ihm ausweichen können. Warum auch immer man bei beiden Seiten ausweichen kann. Bringt nichts wirklich bei dem einen oder bei dem anderen. Es ist beides das gleiche. Geht auf jeden Fall. Ist auch nicht so wichtig. Die Arena ist durch und irgendwie fehlt hier doch ein Kampf, oder? Eigentlich kommt in Platin hier ein bestimmter Trainer, der gegen uns kämpfen will, aber der existiert anscheinend hier nicht. In Diamantenperl. Komisch. Nö. Geister müssen draußen warten. Tut mir leid. Ja, sehr komisch. Weiß nicht, wollen wir mal das Gebiet oben abchecken, die Safari-Zone? Oder wollen wir weitermachen? Würde es jetzt eigentlich weitergehen, jetzt wo wir 4 Orden haben? Karte. Wir gehen den Weg nach links lang und dann hier oben lang. Also die ganze Route 212 nach oben. Zurück nach Herzhofen. Und dann? Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Ja, wir können ja mal ganz kurz einen 500er da lassen, weil ich ja so großzügig bin beim Geld. Im Großmoor, so hieß das, okay. 30 Safari-Bälle! Und was? Sagen wir Bescheid, wenn es vorbei ist? Okay. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Großmoor Areal 6. Okay, es steht immer nur, wo, welches Areal. Na, okay. Schneller und schneller, wie ein geölter Blitz. Los, steig gleich ein, das ist kein Witz. Für einen Besuch weit entfernter Areale kann ich dir die Großmoor-Eilbahn wärmstens empfehlen. Wohin soll's gehen? Nach ganz oben. Du, du, miau. Ja, hier kann man ein paar Pokémon fangen, wenn man Bock hat. Ich kann ja mal ein bisschen was fangen, wenn ich irgendwas Neues sehe. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Hier gibt's auch ein paar Items, die man finden kann. Unter anderem auch gute TMs, soweit ich weiß. Falls ich Glück habe, finde ich hier direkt in der Aufnahme auch irgendwas Gutes. Sonst werde ich diesen Ort auf jeden Fall offscreen benutzen. Weil das eine gute Alternative ist zum Untergrund. Oh Gott, ich bin stuck. Oh, hier ist man ganz stuck. Alles klar, dann schnell raus. Komm, Michael, raus da. Na, gut. Ne, den brauchen wir hier nicht. Hast du noch was Gutes für mich?
Bevor du dich in ein Safari-Spiel stürzt, solltest du in den ersten Stock der Pokémon-Warte gehen. Dort kannst du durch ein Fernglas das Moor überblicken und dich so informieren, was du hier finden kannst. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Da mag er zwar recht haben, aber mir egal. Wir finden einen Stachelnie. Na, das findest du eigentlich komplett überall. Ist einfach ein Vogel, ne? Nein, danke. Man hat es vielleicht schon gesehen, aber man kann noch mehr machen, als so Bälle schmeißen. Und ja, das ist, so sehen die Kämpfe hier aus. In der Safari-Zone oder halt im Großmoor, wie es hier in diesem Spiel heißt. Ganz anders als im Main-Game. Muss ich mal so behaupten. Und zwar kann man als Trainer Bälle schmeißen, Futter da lassen, Matsch schmeißen oder einfach flüchten. Essen ist, meine ich... Ich meine, Essen und Matsch ist bei jedem Pokémon unterschiedlich. Manche Pokémon wollen lieber, dass die mit Matsch beworfen werden. Komischer Kink, aber eben das deine. Und manche wollen natürlich lieber Essen haben. Hier haben wir zum Beispiel Felino, das habe ich noch nicht in meinem Pokédex. Das könnte ich zum Beispiel mal versuchen zu fangen. Aber die fliehen natürlich auch selber, die Pokémon, weil ich meine, warum sollten die hier bleiben? Ich bin Trainer, die können nicht gegen mich kämpfen, was wollen sie hier? Oh, das war einfacher, als ich dachte. Ich hatte eine Weigere sich jetzt, aber nein. Moment, ich weiß nicht, ich hab schon eins? Oh. Und dann habe ich schon eins. Naja, wird sich bestimmt jemand anderes darüber freuen. Ein Super Ball. Cool. Ja, okay, jetzt besondere Items gibt es hier vielleicht nicht unbedingt. Wie ich einmal anfangs vermutet habe, aber egal. Bilifass. Naja, auch kein Bock. Ich kann euch ja gleich mit anderen Pokémon mal zeigen, wie das mit dem Futter und mit dem Matsch aussieht. Das könnte für die einen oder anderen vielleicht noch interessant sein. Bevor ich dieses Gebiet dann hier verlasse, weil ich finde, eine Aufnahme, so eine Let's Play-Folge, ist dieser Ort ziemlich uninteressant. Aber einmal will ich ihn noch kurz zeigen. Damit wir dann in der nächsten Folge uns da konzentrieren können, in ein neues Gebiet zu gehen. Ja, gehen wir Areal 4 oder so, keine Ahnung wo lang, irgendwo hin. Passt schon. Tatsächlich kann ich mich auch an dieses Gebiet, dieses Großmoor gar nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob das irgendwie anders funktioniert hatte oder ob ich es einfach nie gespielt habe. Marginal, aber ich hab's nicht so in Erinnerung, wie es hier ist. Aber es ist nicht schlecht. Kann ich sagen, dieses Gebiet ist nicht schlecht, aber es ist halt eine Safari-Zone. Was soll ich sagen? Safari-Zone mit einem Zug. Wow. Titelitit. Ja, Futter kann man werfen. Da, es! Was auch immer die essen, aber die essen es und sind dann besser zu fangen oder schlechter zu fangen. Kommt immer auf das Pokémon an. Man kann auch die mit Matsch beschmeißen. Bam! Dann werden sie wütend. Also mit dem Futter werden sie ja ruhiger und mit dem Matsch werden sie aggressiver. Und das ist halt immer unterschiedlich, ob sich Pokémon denken, ja, geil, du hast mich mit Matsch beworfen, jetzt soll ich richtig aggressiv kämpfen, bleib hier. Oder bei Futter könnten sie sich auch halt denken, nee, also es hat zwar geschmeckt und ich bin jetzt beruhigt, aber ich habe jetzt keinen Bock hier rumzustehen. Ich bin beruhigt, hab nichts mehr zu tun, ich gehe wieder weg. Okay, ich würde dann sagen, wir haben ja genug von diesem Ort gesehen, kann ich auch einfach direkt hier beenden? Ich würde das hier gerne beenden, abbrechen, ja, ja. Ja, ich würde gerne abbrechen, ich habe keine Lust mehr. Ich wollte es nochmal zeigen, dafür habe ich ganz viel Geld ausgegeben. Naja, Spongebob drüber. In der nächsten Folge gucken wir uns das neue Gebiet hier ganz unten an. Das wird bestimmt interessant. Aber ich sollte mal ein anderes Pokémon vorne haben, weil du bist schon auf Level 37. Du bist ein bisschen hoch. Oh, Felino ist in meinem Team, das war nicht so geplant. Moment, du kommst mal kurz in die Box, ne? Ja, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wie es nächste Folge ablaufen wird. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.